Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. So, der Händler macht jeden Augenblick auf, eine Minute, oder Händlerin vielmehr. Da ist es. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir für die Quest von gestern kriegen. Und eigentlich müssten wir dann auch so langsam soweit sein, dass wir zum nächsten Händler geschickt werden, oder? Nadel und Faden, Rohrbombe, Munition. Na komm, dann nehmen wir halt das mit, dann lernen wir das endlich mal. Geht doch. Stufe 1 abgeschlossen, okay. Nahkampfmods, Hallenpaket, Nahrungspaket oder nochmal Fahrrad. Hat keinen Verkaufspreis. Nehmen wir mal das Nahkampfpaket. Hast du irgendwelche Aufgaben? Vergiss es. Besondere Aufträge, das wollte ich haben. Sehr schön. Wie wir eine Handelsroute eröffnen. Darf ich dein Inventar sehen? Du darfst jetzt erstmal ein bisschen was kaufen von uns. So. Das Bier darfst du auch haben. Den Kram darfst du auch haben, weil wir einfach keinen Platz dafür haben. Das willst du nicht haben? Schweinkram. Das habe ich gesagt, können wir mal eben lernen, ne? Und das schauen wir uns mal an. Was haben wir denn hier? 10% Chance mit einem gewöhnlichen Angriff eine blutende Wunde zu verursachen. 15% Schaden an Erde. Und die Holzsplittermod haben wir schon in der Axt drin. Aber Schaden gegen Erde können wir natürlich hier reinmachen. Jupp. Und haben wir hier auch noch einen Platz drin? Verändern? Nee, leider nein. Kann da nicht rein? Oh, kann da nicht rein. Schade. Gut, macht ja nichts. Dann können wir die Sachen auf jeden Fall verkaufen. Ah, da wird der Inventar sehen. Kaufen, verkaufen. So, das heißt, wir haben jetzt endlich den nächsten Händler frei. Findle Händler. 900 Meter. Guck mal, wir waren schon fast da. Wir sind schon mal fast bis da hochgefahren. Gut, dann würde ich sagen, wir packen ein, was geht, ne? Also am besten alles. Schlafsack. Das nehmen wir alles mit. So, hier müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen ausklamüsern, ne? Ja, die Munition muss mit, das ist klar. So, und schon sind wir voll. Das ist natürlich schlecht. So, und ich bin dafür, jetzt beim neuen Händler werden wir uns auf jeden Fall eine Base suchen. Geht nicht anders. Wir müssen echt nochmal hier runter. Ja, wir müssen leider einiges hier lassen, Leute. Wir müssen dann nochmal hier hinfahren. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg, die Handelsroute zu öffnen. Wo geht's denn lang? Da, Nordwesten. 900... Ich habe mich an unserem Lagerfeuer festgefahren. Hallo? Krieg's Fahrrad da nicht mehr weg? Ja. Sieht ganz gut aus, komm. Das schaffst du. Ich glaube an dir. Komm schon. Jetzt ein bisschen nach da. So, sehr schön. Ja, wir müssen nochmal zurückfahren, den ganzen Kram holen. Wir werden jetzt mit dem Händler reden, gucken, ob der Antibiotika hat und uns dann eine Base suchen. Das geht nicht anders. Ich habe viel zu viel Kram. Ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Wir müssen eine Base haben. Wir haben auch schon Tag 6. Das heißt, wir werden... Ja, aber vielleicht... Nicht vielleicht. Wir werden uns eine Base suchen. Wir werden die Base auch säubern, anfangen einzusortieren und dann werden wir uns gleich eine Horde-Basis suchen. Das wird dann noch nicht final sein, sondern nur vorübergehend, bis wir was Eigenes uns ausgedacht haben. So, jetzt würde ich aber sagen, wir machen einen kurzen Cut und sehen uns gleich da wieder. So, da sind wir wieder. Müssten gleich da sein. 100 Meter noch knapp. Ich sehe den Händler noch nicht. Ah, da ploppt er gerade auf. Und wir müssen uns einfach eine Basis suchen. Es macht einfach keinen Sinn mehr, so weiter zu spielen. Das sieht aus wie beim ersten Händler, kann das sein. Und zwar 100% identisch. Nein, nicht ganz. Daneben war, glaube ich, ein anderes Gebäude.
Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Das kann doch nicht sein, dass wir hier jedes Dorf identisch haben. Lass mich mal gerade eine Truhe bauen. TR, gesicherte Aufbewahrungstruhe fertigen. Ach toll, die können wir nicht mehr unterbringen. Das heißt, du musst erstmal umfallen. Wo war der Schlafsack? Den werden wir auch erstmal hier hinsetzen. Da ist der Schlafsack. Komm, das Mais können wir, den Mais können wir ablegen. Schlafsack. Na, liegt das Ding hier hin? So. Und die Truhe. Zack. Und dann wollen wir jetzt erstmal hier alles Mögliche reinpacken, was wir gerade nicht brauchen. So. Ne, die Munition nehmen wir mit. Das Geld nehmen wir auch mit. Ne, das nehmen wir auch mit. So, erstmal so. Im Fahrrad haben wir jetzt noch was. Im Fahrrad haben wir jetzt noch was drin. Und zwar Geld vor allen Dingen. Gut, nehmen wir das Geld mal mit. Und wir werden noch was essen. Und wir werden uns dann gleich hier was suchen, was wir ausräumen wollen. Als Basis uns aufbauen wollen. So, lass uns erstmal hier hoch hin. Hallo. Belohnung 500, sehr schön. Darf ich dein Inventar sehen? A-N-T. Und hier A-N-T. Auch keine Antibiotika, ich fasse es nicht. Looten wir den erst? Nee, machen wir nicht, ne? Was war das denn? Wir suchen uns jetzt erst irgendwas, was wir als Basis uns nehmen. Wir gucken uns jetzt hier die Gegend an, die Siedlung an. Und vielleicht finden wir irgendein tolles Gebäude, was wir unbedingt haben wollen. Und wenn nicht, dann müssen wir uns was Eigenes so aufbauen oder so. Ich habe keine Ahnung, was wenn nicht. Das muss jetzt einfach klappen. Hier muss jetzt einfach irgendwas sein, was ich toll finde, was ich als Basis haben will. Und wenn es nur wieder so eine Tanke ist, wo wir schon mal drin waren, mit dem Bunker unten dran. Das ist nicht ideal, aber es ist besser als nichts. So, ich mach mal hier. Wegpunkt speichern. Händler 3. Und wenn es nur wieder so eine olle Tanke ist, mit so einem Bunker drin, dann ist das halt so. Hauptsache, es ist eine Base. Hauptsache, wir haben Platz für unseren ganzen Kram. Wir können uns da ein bisschen was aufbauen. Das ist kein Krankenwagen. Also brauchen wir den auch nicht angucken. Nee, da gucke ich jetzt nicht rein. Ja. Ja doch, ich war gerade am Überlegen, ob ihr denn wirklich den ganzen Weg mitkommt. Hier einfach nur durch die Gegend fahren. Aber das ist ja wahrscheinlich unser zukünftiges Zuhause. Also ist das ja relativ wichtig, dass ihr das auch mal seht. So, Cars. Da ist wieder so ein Elektronikschuppen. So ein Elektronikladen hatten wir in der ersten Staffel ja als Basis. Das würde ich ungern nochmal machen. Oh, hier ist nochmal so ein großer Poppenpilz. Aber da brauchen wir nicht rein. Wenn wir Antibiotika suchen, dann gehen wir in irgend so ein billiges Haus, weil in so einem Poppenpilz gibt es keine Antibiotika, erfahrungsgemäß. Das regt mich noch immer auf, dass wir da keine Antibiotika gefunden haben. So, hier geht es wieder Richtung Vorort mehr, ne? Vorort, weiß ich nicht, ob wir da was Passendes finden würden. Das ist schon mal ein ziemlich stabiles Gebäude. Oh, guck mal, da ist ein Krankenwagen. Den gucken wir uns natürlich einmal an. Und eine Kirche. Eine Kirche möchte ich aber auch nicht als Basis haben. Reparieren.
So, was haben wir hier? Kein Antibiotika. Und hier? Ja. Auch kein Antibiotika. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Gut, dann schnappen wir uns das Fahrrad und fahren weiter, ne? Wir müssen hier irgendwas finden, was als Basis zu gebrauchen ist. Schon wieder Hunger? Und wir müssen uns echt um vernünftige Lebensmittel mal kümmern. Dieses Billigzeug, das bringt einfach nichts. Machen wir hier nochmal. Ich habe gerade eben da bei dem anderen Stand geguckt, habe festgestellt, nee, da ist kein Honiggedöns. Wollen wir gar nicht erst weiter gucken. Einmal umgedreht, das ist wieder so ein Honigstand. Aber in diesen Honigständen, haben wir da jemals Honig gefunden? Glaube nicht, ne? So, da war auch wieder nur Holz drin. Was ist das denn? Motel. Nee, Motel auch nicht. Passen Gas. Guck mal, das ist wieder so eine Tanke mit einem Bunker. Die merken wir uns mal. Was den Zombie gerade wegmachen. Der stört uns nur, wenn wir hier die Markierung auf der Karte setzen. Können wir das Coupé hier auch einmal looten? Das Auto? Aber auch nichts. Wer weiß, wie doll ist drin. So. Wegpunkt speichern. Mal so. EVTL. Eventuell. Und dann schauen wir weiter, ne? Vielleicht finden wir noch was Schöneres. Das wäre mir natürlich ganz recht. Hier sieht es aber nicht so aus, als wenn wir was finden würden. Nee, das ist nur irgendeine Hauptstraße hier, so eine Verbindungsstraße. Aber hier muss ja auch gleich wieder hoch zur Siedlung gehen, ne? Dann gucken wir da natürlich weiter. Und wir haben viel zu wenig Ausdauer noch immer. 12 Minuten hat die Folge circa. Ja gut, dann wird das wahrscheinlich eine etwas überlängere Folge heute. Die Siedlung ist nämlich größer, als ich auf den ersten Blick dachte. Und wir müssen in der heutigen Folge unbedingt was finden, was wir als Basis auserkoren haben eigentlich. Wie nennt man das denn? Irgendwie so, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst, was ich sagen will. Ist das ein Schwein? Hallo, Schweinchen. Tut uns das was? Hallo? Nö, tut uns nichts. Sehr schön. Könnte man natürlich schlachten für Fleisch, aber wir haben jetzt gerade eine wichtige Aufgabe. Wir müssen eine Basis finden. Moment. Das ist nochmal das gleiche Gebäude, oder? EVTL 2. Das ist auch wieder die gleiche Tanke, nur anderer Standort. Ist schade, dass sich die Gebäudedesigns so extrem stark wiederholen, ne? Und zur Not gehen wir da oben erstmal drauf für die Hordenacht. Guck mal. Veterinär. Medizin. Das versuchen wir uns mal so zu merken, ohne das anzuzeichnen. Und auf die Türme wollte ich ja sowieso schon mal drauf. Das könnten wir dann vielleicht mal zur Hordenacht machen. Ist ja schon noch ein Tag. Ach Mist, ich dachte, das wäre ein Krankenwagen. Ist es gar nicht. Oh, was ist das denn? Elektrozaumpfosten, was ist das hier? Irgendein Sensor. Ich dachte, das wäre ein Krankenwagen gewesen. War es aber nicht. Aber dafür haben wir ein bisschen Baupläne wiedergekriegt. Ist doch auch schön. Guck mal, was ist das da? Da ist auch eine dicke Steinmauer drum. Ah, aber das Gebäude ist auseinandergebröselt. Das ist ärgerlich. Oder? Nee. So schlimm sieht es gar nicht aus. Ah, hier oben ist ja, vorne ist der Parkplatz auch wieder offen. Da müssen wir trotzdem jede Menge selbst bauen.
Nee, das finde ich nicht so gut. Da finde ich die Tanke irgendwie schöner. Ach, jetzt fahren wir schon wieder in die Richtung, wo wir schon waren, ne? Also den Krankenwagen, da haben wir schon gelootet. Da war nichts Dolles drin. Regnet es? Es hört sich irgendwie nach Regen an. Kann mich aber auch täuschen. So, hier geht's wieder raus, ne? Ein bisschen außerhalb wäre ja auch nicht schlecht. Das hier ist auch wieder kein sicheres Gebäude. Es dauert zu lange, da was draus zu machen. Das genauso. Ne, es sieht nicht so aus, als würden wir auf die Schnelle was Besseres finden als die Tankstelle. Das ist ärgerlich. Meine, die Tankstelle ist ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht, ne? Der Zaun, der außen drum ist, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, den können wir vergessen. Den können wir abreißen und neu machen. Aber wir haben einen Bunker unten drin, wo wir uns erstmal zurückziehen können. Das ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Das heißt, so wie es aussieht, wird es tatsächlich auf die Tankstelle hinauslaufen. Ja. Hier geht es wieder zurück. Wir fahren gleich nochmal links hoch und da hinten nochmal rechts runter und dann... Ja, wenn wir bis dahin nichts gefunden haben, wird es die Tankstelle werden. Und zwar die zweite, die ist näher am Händler dran. Und da ist ja auch Veterinärmedizin direkt nebenan. Also Tierarzt. Ich habe einfach mal die Hoffnung, dass wir da Antibiotika finden könnten. Darauf wetten würde ich aber nicht. Und dann würde ich sagen, für die erste Hordennacht würden wir dann wahrscheinlich nochmal Gas. Pass and Gas. Aber ohne Bunker. Oh, was ist das denn hier? Das ist wieder so ein Riesengebäude, ne? Ah, das ist wieder so ein Riesengebäude, wo ich gesagt habe, das lohnt sich nicht. Lone Wolf. Ja, ist genau das gleiche. Da müssen wir aber unbedingt mal rein. Mich würde mal interessieren, was genau das ist. Aber das lohnt sich als Base nicht. Das ist zwar schön groß, aber das ist zu groß. So, was haben wir hier? Motel schon wieder. Und ansonsten geht es hier wieder raus, ne? Ist das tot? Nein. Hätte sein können, dass wir es auch so in den Tod gefahren haben. Dann hätten wir es nämlich gleich looten können. Gunsmith. Aber ist auch nicht so die Richtung, die ich gerne hätte. Das ist irgendwie alles nicht so das, was ich mir vorstelle. Ich habe jetzt noch kein Gebäude gefunden, was mich so richtig geflasht hat, wo ich sofort gesagt hätte, ja, das ist es. Da müssen wir hin. Ja, hier sind wir wieder bei der Wasserversorgung, hätte ich jetzt beide gesagt. Wo ich schon in der anderen Siedlung gesagt habe, sieht so aus, wenn da Wasser durchfließen müsste. Ist ein bisschen schade, dass das alles sehr, sehr ähnlich aufgebaut ist, oder? Aber ich nehme mal an, wir sind ja in der Alpha 20, bis das Spiel irgendwann mal released, wird sich da noch einiges ändern. Gehe ich mal stark von aus. Hat sich ja jetzt schon einiges geändert von Alpha 19 zu Alpha 20. Und ich habe mir sagen lassen von Leuten, die das Spiel schon eine Weile länger verfolgen als ich, dass das früher noch mehr Einheitsbrei war. So. Ja, sieht nicht so aus, als wenn wir was Besseres finden würden. Der Nebel hilft auch nicht gerade bei der Suche, muss ich zugeben. So. Dann mache ich hier mal einen schnellen Wegpunkt hin. Da fahren wir jetzt noch hin. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir zu der Stelle eventuell 2. Und werden uns das dann als Basis auserkoren haben.
Aus Erkern. Ich rede mich manchmal echt um Kopf und Kragen, weil ich nicht weiß, wie die Worte heißen. Ich habe mir das auserkoren. Das macht noch Sinn. Aber wir werden uns das auserkoren? Nee, auserkern dann, ne? Ich weiß es nicht. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ihr wisst das bestimmt besser als ich. So, das ist einfach nur ein kleines Häuschen hier. Hier ist auch nichts Dolles. Boah, wie konnte das denn passieren? Und was mich ein bisschen ärgert ist, wir haben einmal, na gut, wir haben mehrmals nicht aufgepasst, wurden aber nur einmal infiziert. Oh, cool. Holzfällerlager hier. Wurden einmal infiziert und werden die Infektion nie wieder los, weil es in diesem Spiel keine Antibiotika gibt, so wie es aussieht. Sieht aus wie ein kleines Holzfällercamp hier. Sägewerk. Oh, ein Honig. Benutzen. Hält uns wenigstens wieder um 5%. Jack's Lumber's Mill. Sägemühle, sage ich doch. Oh, hier sind ganz viele Baumstümpfe. Die sollten wir uns vielleicht noch klar machen, oder? Die Baumstümpfe. Nein, die schaden. So lange dauert das jetzt auch nicht mit der Feueraxt und der Holzsplittermod. Ich hoffe, die Baumstümpfe respawnen auch. Das weiß ich nämlich nicht. Oh, noch ein Honig. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob der Effekt stackt von Honig oder Antibiotika allgemein. Deswegen nehme ich den jetzt mal noch nicht. Noch mehr Honig. Oh, wir haben richtig Glück. Wir finden jetzt gerade richtig viel Honig. Das waren jetzt 3 Honig in 4 Baumstümpfen oder 5. Noch ein Fertigkeitspunkt freigeschaltet. Schade, das wäre cool gewesen, wäre jetzt auch noch Honig drin gewesen. So, wo sind wir denn jetzt? Ja. Lass uns mal gerade hier noch hinfahren. Und dann fahren wir da hin und machen uns das Gebäude klar. Wo ist denn da? Ne, hier ist auch nichts mehr. Nichts Dolles. Sieht zumindest nicht so aus, wenn hier noch irgendwas Tolles wäre. Ja gut, dann weiß ich ja, oder wissen wir ja, auf was es hinauslaufen wird. Und zwar die Tanke. Dann fahren wir da nämlich gerade noch hin gemeinsam. Ich bin gerade überlegen, sollten wir erst einen Gebietsschutzblock holen? Ne, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ne, wir müssen auch ohne gehen. Das heißt, wir werden hier jetzt unser Fahrrad parken. So. Uns hier in Position bringen. Und in der nächsten Folge sehen wir, wie wir unsere Basis erobern. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.